Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 starring Lara Croft. Im 14.1. Part besuchen wir den Eispalast. Also so, wie ich es im letzten Teil auch richtig vermutet habe. Ja, uns begrüßen auch schon ein paar Kameraden, die dort oben ihr Unwesen treiben. Und nebenbei habe ich geguckt, die Aufnahme läuft. Das ist wunderbar. Zunächst einmal müssen wir aufpassen, denn hier gibt es Bodenplatten. Was machen die? Die katapultieren einen in die Höhe. Und wenn man da nicht aufpasst, tun die das ziemlich unkontrolliert. Und das könnte sehr schmerzhaft enden. Ach ja, wieder diese schöne Musik. Also schön, nicht in Anführungsstrichen, sondern ernst gemeint schön. Aber zuerst werde ich zum 401. Mal abspeichern. Ihr habt es gesehen, ihr könnt es bezeugen. Nun gut, jetzt heißt es wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Und jetzt muss man ein bisschen clever vorgehen. Oder Moment. Ja genau, ich muss erstmal hier hin, runter. Und dann muss man nämlich gucken, wie man das am besten anstellt. Wir holen mal Anlauf. Und lassen uns jetzt hier nach oben katapultieren. Schlagen die Glocke und halten uns hier fest, sodass wir etwas Fallschaden vermeiden konnten. Nun gut, die Glocke ist geläutet. Und was müssen wir jetzt tun? Ja, irgendwas anderes. Ach ja, genau. Die sind jetzt frei. Darauf muss man jetzt aufpassen. Die laufen jetzt hier wirklich zuhauf rum. Oder? Moment. Das kontrollieren wir mal ganz schnell. Ach nee, noch nicht. Kann man die eigentlich jetzt schon... Nee, natürlich nicht. Denn die Gitter, die sind scheinbar durchlässig, aber das sind sie nicht. Das ist Plexiglas dazwischen. Oder nein, ich war ja bei der Tapetentheorie und die muss ich ja weiterverfolgen. Denn die Tapetentheorie besagt ja, dass es eine Tapete ist, wo nicht durchgeschossen werden kann. Eine extra Spezialbeschichtung macht das möglich, laut Core-Design-Aussagen. Also die waren da schon sehr fortschrittlich. Nun gut, jetzt muss ich aber irgendwie hier hochkommen. Na, bloß gut, dass es hier Bodenplatten gibt. Also lassen wir uns mal wieder hinab, speichern das Ganze. Also der Level ist an sich nicht lang, eigentlich. Aber wenn man sich ja nicht auskennt, so wie ich es gerade tue, dann könnte er schon etwas länger werden. Rutsche ich hier runter? Nein, natürlich nicht. Das ist eine Anti-Rutsch-Tapete. Die wurde auch extra so angebracht, dass man hier nicht runterrutscht. Und hier haben wir erstmal Uzi-Munition. Ja, und dann haben wir hier einen Hebel. Den hebeln wir erstmal. Und was hat sich jetzt getan, werdet ihr euch fragen. Naja, was machen Yetis? Oder was gehört sich für ein Spiel, wenn man einen Hebel betätigt? Genau, die Yetis kriegen Ausgang. Aber bevor die hier ankommen... Oh, ob das jetzt so clever war, weiß ich nicht. Ach so, natürlich, da kann ich nicht durch. Ach so, Moment. Das war ganz und gar nicht clever. Oh oh. Schnell zurück. Die hauen ganz schön rein. Und das war eigentlich ziemlich dumm. Also eigentlich hätte man es auch cleverer anstellen können. Immer schön die Standpausen derer nutzen. Und dann klappt das auch irgendwie. Ein bisschen. Moment. Naja, außer... Ja gut. Also, ich habe noch genügend Leben. Aber hier... Die sind erledigt. Das war natürlich auch dumm, in den Käfig runterzufallen. Das muss ich ja mal selber zugeben. Naja, auf jeden Fall. Der Käfig, der wurde auf diese Art und Weise geöffnet. Nun ist das erste Geheimnis auch nicht mehr weit weg. Meine ich zumindest mich zu erinnern. Irgendwo war das hier. Zunächst einmal sollte ich aber wieder auf die nächste Ebene kommen. Ach ja, genau, weil dieser Käfig wurde angehoben. Nee, weil dieser Käfig angehoben wurde. Um es mal korrekt zu sagen. Um dem Objekt auch ein bisschen, ja, Beachtung zu schenken. Na gut, wo war jetzt aber dieses Geheimnis? Das war hier in der Nähe. Da muss ich irgendwo eine Kiste verschieben können. Ach ja, Moment.
Das war hier dann irgendwo, glaube ich zumindest. Zunächst einmal muss ich aber darüber kommen. Und wie mache ich das? Naja, gegen die Wand springen wird nicht viel helfen. Aber so hat es doch ganz gut geklappt. Und hier ist dann auch Aha. irgendwo die Wand oder die Kiste, die ich verschieben kann. Moment. Ja, ihr habt auch richtig gesehen. Na gut, die 1768 Schuss, die werden schon ihr Übriges jetzt tun. Ich finde aber dieses Gesicht, was sie dabei verzerrt, sehr amüsant, muss ich auch zugeben. Naja, Waffen halten, das ist schon sehr anstrengend, kann ich mir vorstellen. Wo hat sie jetzt eigentlich die anderen Waffen deponiert? Naja, gut, das muss man jetzt nicht hinterfragen, denke ich. Irgendwas ließ sich hier doch irgendwo verschieben, das weiß ich doch. Moment, wir sind mal auf der Suche. War das denn wirklich hier? Irgendwo hier war das, das weiß ich. Nun gut, betätigen wir aber erstmal diesen Hebel. Damit haben wir jetzt die Luken hier geschlossen. Das wird uns gleich noch ein bisschen weiterhelfen. Lieber Kameramann, du weißt schon, was du da gerade machst, oder? Du bist ganz schön versaut. Das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Und das weißt du mittlerweile auch. Und nachdem ich diesen Hebel betätigt habe, gab es doch hier irgendwo eine Kiste, die ich verschieben konnte. Aber die war nicht hier. Nee, das kann nicht sein. Die sah auch ein bisschen anders aus. Moment, dem gehen wir noch auf den Grund. Hier oben ist erstmal nichts. Also das wird jetzt höchstens nur länger dauern, diese eine Kiste zu finden. Moment, natürlich. Die sah so schön abgedunkelt aus, aber ich weiß nicht, ob das jetzt klug war, diese hier reinzuschieben. Nein, war es natürlich nicht. Und Schattenlehrer, du kannst gerne wieder zur echten Lara werden. Ah, jetzt wieder. Na, das ist doch sehr schön. Nun gut, auf jeden Fall habe ich jetzt diese Kiste hier verschieben dürfen. Und nachdem wir sie jetzt komplett verschoben haben und ich total verschoben bin, nein, das nicht, aber oh Gott, wie komme ich denn da jetzt rüber? Und wenn ich da runterfalle, bin ich doch garantiert tot. Und irgendwie erinnert mich das ein wenig, muss ich zugeben, an... Oh, was ist denn hier passiert? Na, ist ja super. Ich schwebe. Ich bin... Oder Lara ist wie Jesus. Nur, dass sie auch auf Luft gehen kann. Also, in Wirklichkeit erklärt sich das Core-Design natürlich wieder mit den Tapeten. Da ist eine unsichtbare Tapete und wir haben erstmal den Golddrachen. Und das gibt Anlass, um abspeichern zu dürfen. Die Frage ist nur, den werde ich mal auf den Grund gehen. Hier fällt man runter. Und das ist einfach nur der Trick dabei. Aber ich wollte euch nur zeigen, wie breit das Ganze ist. Nein, ich speichere nicht. Ich lade. Und wieder geht es zurück. Das ist doch toll, oder? Hätte man nicht erwartet, denke ich mal an dieser Stelle. Genug des Geplänkels. Weiter soll es jetzt hier wieder runtergehen. Und irgendwo erwarten uns wieder diese Yetis. Ja, dieses Orlaut. Diesen kriege ich einfach nicht raus, aber ich bin halt gebürtiger Hallenser. Und wohne auch immer noch da. Und wie komme ich jetzt hier hoch? Genau, das hatte nämlich einen Sinn, dass wir die Klappen ausgefahren haben. Ich drehe mich jetzt einfach um. Und lasse mich hier eigentlich nach oben feuern. Aber das ist ein bisschen tricky, müsst ihr verstehen. Und natürlich muss ich jetzt erstmal den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Aber finde ich schön gemacht. Also das ist A, unsichtbar. Und B, stürzt man erstmal ein kleines bisschen hinunter, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich falle hier herunter. Also, wenn man es nicht weiß, kann man dieses Geheimnis bestimmt übersehen. Weil man bestimmt erstmal rumraten würde und nicht wüsste, wie man darüber kommt. Durch Zufall würde man dann wahrscheinlich mal hinunterfallen und dann es finden. Na gut, also, das Ganze machen wir jetzt nochmal.
Davor sollte aber erstmal abgespeichert werden, denn vor sich ist die Lehrer der Porzellanläden. Nein, das nicht, aber. Also so ungefähr sollte das dann aussehen. Was müssen wir jetzt machen? Na ganz einfach, da ist eine Glocke. Nein, dafür werde ich keine Automatikmunition verschwenden. Auch wenn ich davon genug Schuss habe. Erstmal. Kling klong. Oh, jetzt haben wir ja erstmal wieder alles zum Läuten gebracht. Das will mir aber nicht erläutern. Ehren? Was steht hier? Naja gut, egal. Das habe ich jetzt erstmal dazu gebracht. Ach so, also. Ja, das habt ihr jetzt nicht gesehen, glaube ich. Also nochmal. Hui! Und hier sind wir nun oben. Das heißt jetzt aber, ich richte mich jetzt erstmal hoffentlich gut aus. Zücke die Pistolen. Kling-Klong, 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 Dong, Ach so, die volle Stunde ist nun eingeläutet. Nein, nicht dieses Parts, sondern der Uhrzeit. Haben wir es zur vollen Stunde gerade? Nein, nicht. Wir haben es 13:35 Uhr gerade. Oder 1:35 Uhr, wie meine schöne Uhr anzeigt. Nun gut, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal hier alles erledigt. Zumindest vorerst. Hier komme ich erstmal nicht weiter hoch. Ist aber nicht schlimm. Ich lasse mich hier auf diese Schräge runterfallen, halte mich hier fest und fange sozusagen den Fallschaden ab. Hier haben wir nämlich einfach die Gitter nach oben gelassen. Und das war schon der ganze Spuk dessen. Und rumspuken werden wir weiter hier in diesem Level. Mal fernab dessen werde ich trotzdem wieder abspeichern, denn Speichern ist wirklich ein elementarer Bestandteil. Ach so, Moment. Ich meine mich zu erinnern, was ich hier machen muss. Das war ganz fies. Sprungtaste gedrückt halten und immer nach rechts drücken. So, denn hier muss man ein bisschen clever sein. So, jetzt habe ich erstmal wieder die Glocke geläutet. Genau. Und dadurch kommt diese Leiter hier zum Vorschein. Gut, das scheint jetzt nicht sonderlich spannend zu sein, aber es ist schön rhythmisch. Und das muss man doch mal zugeben. Der Rhythmus bestimmt den Spielfluss. Bin ich zumindest immer der Meinung. Und dadurch, dass sich das doch einigermaßen rhythmisch spielt, zumindest wenn man es ein bisschen kann, dann macht das Ganze auch riesig Spaß. Es setzt wieder die schöne Musik ein, bei welcher ich am besten mal ganz ruhig bin. Na gut, die Musik habt ihr jetzt schon des Öfteren gehört, sodass ich jetzt doch wieder etwas reden werde, denn schließlich ist es ja kein Walkthrough, sondern ein Let's Play und auch kein Commentary, weil ich kommentiere ja hier und jetzt. Und, oh, was haben wir denn da? Seht ihr das? Ein steindrachenartiges Gelöt. Na gut, ich werde aber mal die Automatikpistolen züchten, nein, zücken. Und jetzt muss ich mir erstmal Kopf machen, wie ich hier rüberkomme. Ach, das wird schon irgendwie. Ich gehe mal hier noch ein Stück weiter. Das war doch ganz gut gekonnt. Und bevor der Yeti mir hier ans Leder geht, sehen wir, dass also die Automatikpistolen ganz schön was drauf haben. Der Gipfel dessen sind natürlich die Uzis, denn die sind eigentlich wie die Pistolen, nur durchschlagskräftiger und viel schneller in ihrer Abfolge. Ganz einfach erklärt, ne? Ja, finde ich auch. Danke. Däumchen hoch dafür. Okay, für die Frechheit habe ich gleich 5000, nee, 15.000 Abonnenten weniger. Deswegen bin ich wieder nur auf 24 zurückgefallen. Nein, kleiner Spaß für zwischendurch. Muss ja auch mal sein. Ich denke sogar, wenn alles gut geht, könnte ich dieses Level in einem Rutsch hier durchspielen, also in einem Part. Aber dessen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich muss hier auf jeden Fall rechts in eine Grotte rein. Und irgendwo links kann ich auch noch rein. Das weiß ich. Oh, was ist das für ein Kätzchen hier? Apropos, da fällt mir mal ein. Wir hatten mal eine bei so einem Erlebnispädagogik-Seminar mit. Die hatte so eine. Ja, so eine. War das eine Leggings oder eine Strumpfhose?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier noch nicht geöffnet. Da müssen wir später wiederkommen. Wo ist denn der Tiger hin? Ja, auf jeden Fall. Das war wohl so eine. Oder war das eine Thermostrumpfhose? Oder. Ich weiß es nicht. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die hatte auch so ein Tigermuster an. Und das sah doch recht schön aus, muss ich sagen. Bei uns hieß es dann immer unser Kätzchen. Naja, auf jeden Fall haben wir hier erstmal ein kleines Medipäckchen. Und wenn ich gleich Pech habe, bin ich das Päckchen wieder los. Nee, wo kommt denn der liebe Tiger? Und irgendwo ist hier noch ein Schalter. Also sind wir schon wieder Schalterverwalter und so. Na komm. Ach, da wartest du auf mich. Welch Freude, dass du mich doch so empfangen hast. Nun gut, das. Ja, da war noch jemand. Nun gut. Was bleibt uns hier eigentlich noch über? Achso, schon wieder eine Falle. Nun gut, das war's mit euch. Und ihr werdet bestimmt zu Siegfried und Roy gehört haben. Die haben auf jeden Fall eine Maske. Das ist wohl die Sido-Maske der Vergangenheit oder sowas. Das war wohl damals schon modern und Mr. Sido hat das wohl nur aufgegriffen. Naja gut, reden wir nicht darüber und denken uns mehr über diese Tapeten aus, die hier so wunderschön gestaltet worden sind. Womit haben die das damals eigentlich schon festgemacht an den Steinwänden? Also die Steinwände, die wurden natürlich exakt geschliffen und sowas. Das versteht sich von ganz allein. Und auf jeden Fall. Ach ja, Moment. Hier war was. Oder? Moment. Ist hier schon das Geheimnis? Wenn ja. Moment. Ran. Und jetzt hier nach vorne. Ja, wir haben das zweite Geheimnis. Mit der mysteriösen Shadow Lara. Und. Das hat den Vorteil, da sieht der Kameramann nur die Silhouette ihrer Rundungen, ihrer weiblichen Formen, um es mal genehmer auszudrücken. Und da kann er nicht mehr so direkt drauf gucken. Hat also auch Vorteile. Wir haben jetzt auf jeden Fall diese Sido-Maske aufgenommen. Und durch das Aufnehmen der Sido-Maske hat sich hier natürlich alles geöffnet. Und was hat er eigentlich damals dann schon gesungen? Naja, mein Block, also solche Wohnblöcke gab es ja damals noch nicht. Vor allem noch nicht so vielgeschossig und so. Man hatte ja damals noch nicht so Mehrfamilienhäuser, eher großes Familienhaus und dann, ja, wieder ein Yeti, der uns hier ans Leder möchte. Also hier ist es wirklich sicherer. Ach ja, Moment, der war ja da unten. Genau. Hier sehen wir einen Abschnitt, einen uns bereits bekannten Abschnitt, denn da drüben waren wir auch schon. Sieht alles aus wie eine Gefängniszelle. Zuerst aber müssen wir Folgendes machen. Das große Medipack aufsammeln und hier kann ich zu den Pistolen wechseln, denn der Yeti, der läuft hier seine Bahnen. Hoffe ich jetzt zumindest, dass er das tut. Ich speichere, nein, erstmal eine Levelstatistik. Ah. Ich denke mal, auch wenn das ein 40-Minuten-Part dann vielleicht wird, die Aufnahme läuft noch, sehr schön, werde ich vielleicht das Level in einen Rutsch durchspielen. Also in einem Part. Hier ist keine Fackel oder kein so ein, ach, wie heißen die Teile? Ich komme jetzt nicht drauf. Ja, auf jeden Fall rüsten wir uns erstmal mit einer Flare aus. Ja, was für ein Flare, welcher hier vermittelt wird. Ach so, nein, hier kann ich nicht nach unten, aber da unten ist Master Yeti. Der Rückkehr der Yeti-Ritter, versteht ihr? Oh Gott, über seine eigenen dummen Witze lachen. Na gut, soll nicht so schlimm sein. Aber dann ging es hier nach unten. Genau, hier muss ich nach unten. Und wie viel Schrotmunition habe ich eigentlich noch? Ich nehme natürlich genau die falsche Richtung. 65. Kommt er hier mal lang? Ich glaube nicht. Na gut, also bleibt uns nichts anderes übrig,
als sich hier waghalsig in die Tiefen zu stürzen. Also doch erstmal die Automatik auszurüsten, aber davor noch eine Fackel nach unten zu werfen. Denn wir wissen ja, Fackeln, da dürfen wir nicht lange fackeln beim Gebrauch dieser. Ja, immer schön zum Licht, lieber Yeti. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ich hab doch gesagt, ich will die andere Waffe. Naja, gut. Schön ist was anderes. Aber schön ist es, dass wir jetzt eine weitere Fackel verwenden können. Oh, eine Schnapszahl, 66. Zum Glück steht da keine weitere 6 davor. Obwohl diese berühmte Zahl ja ein Übersetzungsfehler sein soll. Naja, schön ist sie trotzdem nicht. Diese diabolische Zahl. Nun gut, abgesehen mal von solchen diabolischen Dingen, suche ich jetzt eher erholerische Dinge. Und die Dunkelheit trägt eigentlich nicht dazu bei. Nun gut, wir können hier auf jeden Fall irgendwo raus. Irgendwie, irgendwann können wir hier raus. War es schon so einfach? Nee, war es natürlich nicht. Ach doch, war es, denn hier können wir die Sido-Maske jetzt einsetzen. Nein, das ist die tibetanische Maske. Tibetan Mask. Das war jetzt vielleicht ein bisschen komisch ausgesprochen, aber na gut. Ich sollte mehr Englisch reden, vielleicht irgendwann mal ein Let's Play auf Englisch quasseln. Aber fernab dessen haben wir hier Automatikmunition. Genauso wie es das Spiel vorgesehen hat, deswegen habe ich meine ja auch schon verbraucht, zumindest etwas. Ich hoffe mal, dass ich hier lang gehen kann. Sieht zumindest gut danach aus. Wenn nicht, dann werden wir es gleich merken. Und nun, oder spätestens jetzt, an dieser Stelle sollte euch bekannt vorkommen, wo wir nun sind. Ja, genau, hier waren wir schon mal. Da waren es die Katakomben des Talion. Hier sind wir jetzt beim Eispalast. So einfach geht das Ganze. Und wir gehen hier aufs Ganze. Ach nein, das war auch was anderes. Nun gut, das dritte Geheimnis ist auch nicht allzu weit weg, obwohl doch, es ist schon noch ein bisschen weiter weg, denn es befindet sich am Ende des Levels. Und was uns am Ende des Levels erwartet, darauf dürft ihr auch noch gespannt sein. Nun gut, auf jeden Fall den Hebel betätigen und, oh, diese goldene Flüssigkeit. Obwohl, natürlich! Das war das Großklo der Yetis. Weil, wie sollten die sonst mal ihre Notdurft verrichten? Und weil das Körpertemperatur hat und immer noch hatte, dadurch, ja, genau dadurch konnte das Eis beseitigen. Also so nicht anders muss das gewesen sein. Und das gibt mir erstmal an, das wieder zu speichern. So sieht es zumindest vorerst aus. So, dann springen wir mal hier hinauf. Sind erstmal sicher, hoffentlich unten angelangt. So ist es. Viel Leben habe ich nicht mehr. Und ich sollte mal wirklich ein Medipack verwenden. Nebenbei wieder mal die Bewaffnung wechseln. Ja, in der Formel 1 wechselt man die Bereifung. In der Formel Croft wechseln wir Waffen. Na gut. Also viel haben sie ja nicht angerichtet, aber trotzdem, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und genauso vorsichtig bin ich, weil ich eben speichere. Na gut, also erstmal hier hinunter. Und hier haben wir ein Gongseldongsel. Nein, gucken wir gleich mal, wie das Ding heißt. Obwohl Gongseldongsel ist auch mal was Neues. Ist mal was anderes als Dingsel oder Dingens, Gelöt oder sonst was. Genau, das ist mein Gongseldongsel und das wird mein Gongseldongsel bleiben. Und da gibt es wieder Leute, die irgendwelche. Genau. Wer hat euch denn zur Party eingeladen? Und habt ihr nicht gelernt, dass man bei Frauen nicht so stürmisch sein soll? Ja, gut, zumindest. Das war jetzt irgendwie ganz verkehrt. Das kommt davon, wenn man vorne mit rückwärts oder vorwärts mit rückwärts vertauscht. Nein, das ist keine
Rechts-Links-Schwäche, das ist eine Vorwärts-Rückwärts-Schwäche. Das ist auch eine staatlich anerkannte Krankheit oder psychologische Störung. Psychische Störung. Das müsst ihr wissen. Nun gut, auf jeden Fall mit den Pistolen in der Hand gucken wir an der Wand entlang. Aber erstmal wieder ein Speicherer. Das macht die ganze Sache heiterer. Und das kleine Medipack liegt da nicht umsonst. Zunächst einmal aber das Medipack aufgehoben. Aha. Ja, genau so sieht's aus. Nun gut, was müssen wir hier noch machen? Erstmal da hinauf. Ja. Wir müssen da auf jeden Fall hinauf. Aber erstmal hier weg, hier weg. Schnell weg, schnell weg. Also, man sieht, man kann sie auch, naja, mehr schlecht als recht mit Pistolen niederstrecken. Moment. Ich wette, gleich kommt wieder was, was ich anschießen muss. Und dafür ist die Automatikmunition zu schade. Das war so geplant. Ach so, nee, ich glaube, hier bin ich schon auf dem richtigen Weg. Und ich sollte eigentlich nicht ohne Fackel hier rumlaufen. Ich gehe erstmal nach oben. Denn da oben war bestimmt noch was Interessantes. Moment, nicht hängen bleiben, Lehrer. Das war die Tapete mit der Eigenschaft hängen bleiben. Ich werde die Theorie jetzt so weit manifestieren, dass sie sich überall einbrennt. Dass die schon auch im Duden und sonst wo steht. Ach nein, der Duden, der steht ja, naja, gut, im Fremdwörterbuch oder keine Ahnung. Moment, das sieht aber auch wie der richtige Weg aus. Zunächst einmal halten wir fest, dass uns das passiert. Ihr habt's gesehen. Und verdammt, wo habe ich das? Ach ja, Moment, da kann ich wieder was gut machen. Also erledigen wir erstmal diesen Widersacher. Na komm. Der traut sich nicht. Ach doch, da kommt der Wicht. Genau, so sieht's aus. Du bist Geschichte. Aha. Ich muss doch nochmal, wie gesagt, diesen anderen Weg aufsuchen. Also nochmal eine Kehrtwende um 180 Grad. Zwar nicht in der horizontalen, aber in der vertikalen. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Hier brauche ich erstmal eine Fackel. Nun gut, entzünden wir mal diese. Und mal gucken, was sich hier auftut. Außer ein Hauch von nichts und noch mehr nichts. Ach so, Moment. Dann komm mal hinauf wieder. Sehr schön. Die Granatwerfermunition, die wird gleich noch nützlich sein. Das versichere ich euch. Hiermit bestätige ich, dass ich dieses Werk ohne fremde Hilfe und nur mit den ausgewiesenen Quellen angefertigt habe. Und ach nein, das war ja wieder was anderes. So lautet meine Selbstständigkeitserklärung oder so ähnlich halt bei meinen Hausarbeiten, in welchen man ja immer versichern muss, dass man alles eigenhändig angefertigt hat, ohne fremde Hilfe und die Quellen ordentlich, also nicht eigenes geistiges Eigentum, hinreichend gekennzeichnet wurde und jetzt dieses, naja, auch so übernommen wurde und so weiter und so fort. Na gut, soll uns hier nicht kümmern. Ein Schelm, der einfach irgendwelche Videos kopiert und so weiter. Aber gut, wir gehen jetzt ja mal weiter nach oben. So sieht es aus. Moment, genau, das war ja diese Stelle. Ach ja, und ich falle natürlich ein zweites Mal drauf hinein. Warum eigentlich auch nicht? Denn doppelt hält ja bekanntlicherweise besser. Na gut, also nochmal hier hinauf. Die träge Steuerung von damals, die hat es schon in sich. Und manchmal reagiert sie einfach nicht so, wie sie es soll. Ach ja, jetzt habe ich das ausgelöst. Getriggert, wie man auch so schön sagt. Ach so, Moment, da kommt noch einiges. Ja, nun gut. Dann speichern wir nochmal. Zum 419. Mal oder ähnlichem. Wir laufen jetzt und laufen und laufen und laufen und laufen. Stellen uns jetzt hier hin.
Nein, es klappt natürlich kein zweites Mal. Na gut. Jetzt aber, kommt. Jetzt schaffen wir das. Können wir es schaffen? Natürlich. Lauf, Lehrer, lauf. Moment, bin ich hier sicher? Ja. Und habt ihr das gesehen? Das sind Eiskugeln oder Schneekugeln, die ineinander noch verschmelzen können. Und das ohne hohen Energieaufwand und so weiter. Das ist ja mal ein Nobelpreis wert in der Physik oder sonstigem. Denn das muss man erstmal hinkriegen. Dies hier ist nur ein vereister Raum, von welchen diese Schnee-Eiskugeln kamen. Wie auch immer. Ja, auf jeden Fall die der Farbe weiß, die Farbe weiß haben. Oder, naja, die sehen schon ein bisschen angegraut aus. Kann man wohl nichts machen. Der Zahn der Zeit, der nagt einfach überall. Und hier haben wir nochmal Glück gehabt, denn da geht es ziemlich tief abwärts. Ja, die gefahrenvolle Musik ertönt wieder. Und was muss man hier ganz einfach machen? Ja, genau dasselbe Spektakel wie vorhin schon mal. Das klang jetzt vielleicht negativer, als es sein sollte. Nein, es ist eigentlich eine ganz nette Mechanik, muss ich sagen. Und da ging es nämlich nur tief ab. Und das wollten wir ja vermeiden. Nur gut. Das Level ist nicht mehr lang. Ich bin gleich im letzten Raum. Hier muss ich auf jeden Fall erstmal heranspringen. Ich gehe schon mal hier rechts rüber. Denn da unten wird sich sowieso nichts Wichtiges finden. Denn das dritte Secret ist nicht dort unten. Hätte man auch dort unten verstecken können. Aber Core Design dachte sich, nein, das wäre für jeden Tomb Raider-Spieler zu offensichtlich. Deswegen können wir das so nicht machen. Und das ist eine Tapete mit einer Eistextur, welche der Eigenschaft zugeteilt wurde, dass man sich hier festhalten kann und hochklettern kann. So ist es zumindest die Erklärung. Hoffe ich zumindest. Ja, hier muss man jetzt aufpassen. Denn das hier ist ganz fies. Ich muss erst mal gucken. Das Leben reicht auf jeden Fall nicht aus. Mal gucken, ob das jetzt ausreicht. Ich speichere lieber nochmal ab, um sicher zu gehen. Und hier rutschen wir jetzt hinunter. Ja, ihr seht, was da unten auf uns wartet. Aber halt, ich glaube, hier gab es diesen Trick. Ach so, das war der Gonghammer. Nun gut, was haben wir jetzt davon gekonnt? Noch nicht viel. Noch nicht wirklich viel. Aber das wird sich noch ändern. Wirklich. Versprochen. Ich komme hier nicht durch. Und es gab wohl auch einen Trick, dass man kurz vorm Aufprall ganz einfach die Aktionstaste drückt, um dann da, sag ich mal, hinaufzukommen. Nee, Moment. Also irgendwie muss ich hier auf jeden Fall sicher nach unten. So viel ist Fakt. Und da muss ich aufpassen, weil hier kommt irgendwann ein Yeti. Und dieser Yeti, der möchte uns auch ganz gehörig ans Leder. Nun gut, auf jeden Fall bin ich hier erstmal unten. Das ist Eis, ja. Schönes gefrorenes Eis. Und diese Tür ist noch zu. Und irgendwo komme ich hier. Nee, komme ich hier zurück? Nee. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal ein bisschen raten. Nein, ich muss nichts auf Raten zahlen. Außer, nee, keine Ahnung. Genau, da war diese Leiter. Nein, das war ja die Tapete mit der Struktur Leiter. Also mit der Struktur namens Leiter. Ich muss jetzt nur gucken, ob ich hier vorsichtig heran kann. Ja, heran kann. Ein schöner, reiner Reim. Na gut, wir genießen nochmal einen der letzten Speicherer für diesen Moment. Und übrigens, das ist das letzte Level für diesen Abschnitt hier. Und bevor wir uns hier vollständig in einen Darkroom begeben, erstmal wieder ein paar Fackeln benutzen. Denn hier war irgendwo ein Hebel. Ein schöner, schnuckeliger Hebel. War der da unten? Moment. Wir finden für alles eine Lösung. Da haben wir erstmal eine Tür geöffnet. Ja, genau.
Da war dann unser drittes Secret drin. Kommt hier noch irgendwas? Jetzt müsste hier ein riesiges Monster aus der Dunkelheit kommen. Das wäre der Schockmoment fürs Leben oder für dieses Level. Nun gut, wir haben jetzt auf jeden Fall da eine Tür geöffnet, was uns doch etwas erfreut. Zunächst einmal aber wieder nach oben. Oder gab es da hinten noch etwas? Ich weiß es nicht. Wir gucken noch mal nach. Ja, da hinten gab es was. Stacheln. Also gut, dass wir das wissen jetzt. Dass wir das nun wissen. Also mit dem Wissen darum können wir uns jetzt eine Fackel sparen. Lehrer, du kannst gerne runter. Genau. Betätigst du bitte. Ach nein. Und da waren auch Stacheln, wie ihr nun gesehen habt. Aber warum hat sie jetzt den Hebel nicht betätigt? Fragen über Fragen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wie ihr sicherlich hört. Lehrer? Warum machst du das jetzt nicht? Na gut. Was würde man tun, hätte man hier keine Fackeln? Oder was täte man? Wäre man nicht im Besitz von Fackeln? Natürlich, irgendwas habe ich gerade. Ich bin auf die andere Seite, oder wie? Ach, na, sehr schön. Das erklärt natürlich alles. Aber jetzt, ja, komm. Ja, jetzt haben wir wieder den richtigen Hebel. Währenddessen ist Lehrer hoffentlich nach oben geklettert. Sehr schön. Das Spiel ist multitaskingfähig. Ist ja noch besser, noch atemberaubender. Nun gut, wir klettern jetzt hier also hinauf. Und ja, das wird wirklich ein etwas längerer Part. Dafür dieses Level in einem Rutsch. Und der Kameramann genießt es doch, wie Lehrer hier nach oben klettert. Das kann er nicht verschweigen. Garantiert nicht. Nochmal das Spiel gespeichert. Ja, ich speichere ganz schön oft. Aber, ja, das sage ich jetzt mittlerweile auch schon sehr oft. Ist ja egal. Nun gut, wir können jetzt auf jeden Fall dort hinten hin. Und müssen noch irgendwie an einen Gegenstand rankommen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Versteht sich. Hier müssen wir jetzt aber, denke ich, mal aufpassen. Nee, noch nicht. Soweit kommt es hier noch nicht mit aufpassen. Auf jeden Fall. Aha. Es ist das dritte Secret und das gibt uns Granatwerfermunition. Warum gibt es uns ausgerechnet Granatwerfermunition, wovon wir jetzt 71 Munition haben? Das fragt ihr euch? Naja gut, ich mich auch. Naja gut, es war sehr gestellt, ich gebe es ja zu. Natürlich weiß ich, was kommt. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Nicht in den Tomb Raider, was ich eigentlich am besten kenne. Denn die anderen, die kenne ich nicht so gut. Hat man ja in meinem Tomb Raider 1 Let's Play gesehen. Und irgendwie muss ich hier noch irgendwo reinkommen. Aber diese Eiswand, die hat nämlich auch noch was an sich. Und konnte man hier noch irgendwo nach unten? Das ist hier die Preisfrage. Oder irgendwie muss ich ja noch innerhalb des Eisgebildes reinkommen. Irgendwie. Ach ja, es ist natürlich ganz einfach. Es liegt auf der Hand. Oder auf Eis. Es wurde auf Eis gelegt. Naja, gut. Nein, das Projekt ist zwar auch auf Eis, aber nicht auf Eis gelegt. Und was haben wir denn hier Schönes? Aha. Also auf jeden Fall seht ihr hier ein eingeeistes Symbol von Marco Bartolis oder Marcoli Barto, wie der schöne, na, sag schon, Tales Gaming gesagt hat, der Marco. Talion. Das ist der Talion. Ah, okay. Und so viel Bromborium um, naja, so ein Teil. Alles klar. Nun gut, was wird uns jetzt aber erwarten mit diesem Gegenstand? Ja, das schaffen wir schon irgendwie. Nee, oder auch nicht. Also, das ist auf jeden Fall der Grund. That's why we brauchen. Nein, das ist der Grund, warum wir den Granatwerfer einigermaßen brauchen. Denn man sieht ja, was da rauskommt.
Aber erstmal weg. Schnell weg. Ja, das hat auch noch nicht so richtig geklappt. Mir fällt da bestimmt noch eine bessere Technik ein, so auf die Schnelle. Hoffe ich zumindest. Habe ich wieder den Granatwerfer? Ja, sehr gut. Also muss ich erstmal wieder hier hinauf. Weit hinauf. Moment. Wir speichern hier nochmal ab. Safe Game. Und es wird uns ja wohl irgendwie gelingen, diesen Widersacher niederzustrecken. Na komm. Nein. Na komm, ein kleines nutzen wir noch. Das war's. Und nicht nur mit dem Widersacher. Und schon wieder ein Zahlendreher. In 34 Minuten und 43 Sekunden habe ich das Level geschafft. Auch wenn das Level vielleicht ein bisschen länger dauert. Mit allen drei gefundenen Geheimnissen. Mit 23 erledigten Gegnern von 538 Schüssen. Haben gerade mal 405 gesessen. Wow. 4 Fünfte, das sind nicht mal 80%. Na gut. 3 Medipacks verwendet und 3,15 Kilometer zurückgelegt. Wie gesagt, der Part war etwas länger, aber das Level wollte ich einfach in einen Rutsch durchziehen und dafür musste ich mal in die Hände klatschen. Ich weiß auch nicht warum. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr es ja mit einem kleinen Däumchen nach oben unterstützen, vielleicht auch mit einem Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal im Tempel des Xian. Denn wir verlassen jetzt Tibet, das Dach der Welt, und kehren zur chinesischen Mauer zurück. Das werdet ihr aber am Anfang des nächsten Parts in einer Videosequenz sehen. Wir sehen uns also beim nächsten Mal. Bis dahin, euer The Francine.